Hallihallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch die Nummer 8 von Play on Pictures Mario Bava Collection mitgebracht. Vorher war es Kochs Mario Bava Collection und jetzt sind wir hier halt bei Nummer 8 angekommen. Nummer 7, das war der letzte, der kam ja als 4K Ultra HD Blu-ray raus. Das war Planet der Vampire und wir bleiben auch diesmal wieder bei Vampiren, nämlich bei der Vampir von Notre Dame. Ja, also wir sehen, die haben da nicht nur bucklige Glöckner, sondern offensichtlich auch Vampire. Ja, der Originaltitel dieses 1957 gedrehten Schwarz-Weiß-Films lautet übrigens I Vampiri. Zu Deutsch Bach Blutsauger. Nein, also ich, keine Ahnung, I Vampiri hier. Ja, also ich, der Vampir oder was auch immer, ich spreche ja kein Italienisch, aber der deutsche Titel, der Vampir von Notre Dame. So, und wir sehen hier oben auch schon, es handelt sich um eine Co-Produktion, Produktion ist falsch, um eine Co-Regiearbeit, nämlich von Riccardo Freda und Mario Bava. Wobei, ja, also das Ganze wird verkauft als Teil der Mario Bava Collection, aber so ganz richtig ist das nicht, weil Regie hat eigentlich Riccardo Freda gedreht. So, der hat gesagt, er macht den Film in 12 Tagen fertig. Nach 10 Tagen hat er gemerkt, schaffe ich nicht, und wurde durch Mario Bava, den Kameramann des Films, ersetzt. Und der hat dann doch geschafft, den Film in 2 weiteren Tagen fertig zu drehen. Aber, naja, also ich sag mal so, die Hauptarbeit würde ich jetzt nicht Mario Bava zuordnen, aber naja, gut, ne? Wir wollen ja hier nicht noch eine weitere, hier eine Riccardo Freda Collection. Ja, Mario Bava ist halt der bekanntere Name. Und wenn man da weitere Titel veröffentlichen will, wird es langsam eng, weil so viele Filme hat der Mario Bava nicht gemacht. Jetzt ist es hier Nummer 8. Man hat ja auch bei Play on Pictures nicht die Rechte an allen Filmen. Aber naja, gut. Das ist jetzt Nummer 8 und ich freue mich drüber, weil die Filme in dieser Version hier, das sind so Digipacks, gucken wir uns gleich an. Das macht schon was her. So, ja, die sind extra, die sehen wir gleich. So, freigegeben ist der Film ab 16 Jahren. Das sehen wir auf dem Aufkleber, der auf der Einschweißfolie untergebracht ist und mit derselben in den Müll fliegt. So, dann haben wir hier ein Digipack. So, die ganzen Filme der Mario Bava Collection sind im Digipack, sind später dann auch nochmal, zumindest die ersten 6 im Mediabook rausgekommen, aber im Ursprung war es halt dieses Digipack. Und jedes dieser Digipacks steckte in diesem Schuber hier, wo wir hier unten alles Bilder aus anderen Filmen der Mario Bava Collection haben. Ja, als da wären hier Vampire gegen Herakles oder hier Lisa und der Teufel oder Lisa und der Satan, Lisa und der Teufel, hier die drei Gesichter der Furcht und so weiter, hier Baron Blood, also diese ganzen Filme hier, Mark of the Devil, ich verwechsel das immer, nein, nicht Mark of the Devil, die Maske des, ich weiß nicht, also auf jeden Fall hier Barbara Steele. So, auf dem Spine, wenn man das so nennen möchte, also auf der Seite des dieses Einsteckschubers, steht auch der Vampir von Notre Dame. Dann haben wir hier unten auch noch dieses farbenprächtige Bild und hier die Augen und alles. Ja, und hier oben noch Mario Bava Collectors Edition. Und auf der Rückseite haben wir einmal eine Inhaltsangabe, dann ein paar Bilder aus dem Film. Die sind natürlich schwarz-weiß, weil der Film ist ja auch schwarz-weiß. Und zumindest meine ich, dass der schwarz-weiß wäre. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der schwarz-weiß. Ich kann mich natürlich auch täuschen, aber das werde ich euch dann ja im Review wissen lassen. So, dann haben wir hier das Bonusmaterial und das ist wie immer sehr umfangreich. Dann haben wir hier unten noch einen Werbetext, genau, der erste italienische Horrorfilm nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann haben wir hier noch die Credits und hier unten die Produktspezifikationen der Blu-ray und der DVD, denn es handelt sich hier wieder um ein Blu-ray-DVD-Paket und nicht wie die letzte Nummer aus der Mario Bava Collection um ein Ultra HD und Blu-ray-Paket. Also ich hatte ja eigentlich gedacht, dass man das Ganze jetzt so weitermacht, dass man 4Ks und Blu-rays zusammenpackt, aber gut, in dem Fall scheinbar nicht. Ich weiß nicht, warum man das macht, aber
man macht es halt. So, jetzt legen wir den Schuber zur Seite und können uns zum ersten Mal dieses tolle Front-Artwork angucken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist bei den Titeln der Mario Bava Collection immer das absolute Highlight für mich. Diese Bilder, die hier drauf sind. Wir haben einmal dieses extrem geile Front-Artwork. Das finde ich absolut großartig. Dann hinten drauf ein weiteres Artwork. Ihr seht das, ja? Ich muss dazu sagen, der Film, das ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Ich kann mich da null dran erinnern und ich bin noch nicht mal sicher, ob ich ihn nicht gerade verwechsle. So, auf dem Spine hätten wir dann hier auch nochmal der Vampir von Notre Dame draufstehen und hier unten Mario Bava Collectors Edition. Auf der anderen Seite das Gleiche. Das heißt, wir könnten dieses Digibook auch ohne diesen Einsteckschuber ins Regal stellen, aber machen wir natürlich nicht. Wir stellen ihn so rein, ja. Und dann haben wir hier, wenn wir das so reinstecken, hier auch nochmal, ihr seht das, das überlappt sich quasi. Ja? Also wir haben dann entweder so oder halt mit Schuber. Aber der Schuber schützt ja auch ein gutes Teil. Ein gutes Teil schützt ja auch ein Stück weit. So, dann klappen wir es auf und dann werden wir direkt die Innenseite, ja, zu sehen bekommen. Und das ist ebenfalls sowas. Ich mag diese Digipacks. Das ist großartig. Das ist so farbenfroh. Auch die Discs hier. Hier haben wir die DVD. Die schaut so aus. Dann haben wir hier die Blu-ray liegen. Die schaut so aus. So, und das ist jetzt die Blu-ray mit der deutschen und der italienischen Fassung. Auch sehr, sehr geil. Und hier haben wir nochmal die, wenn wir sie irgendwo, ich guck mal, wo ich sie am besten packe. So. Das ist blöd, weil jetzt die Kamera nämlich davor steht. Mir wird da schlecht, wenn ich sehe, wie ich. Eieiei, wie kriegen wir die jetzt hier raus? Also die ist. Hä? Was zum. Das ist jetzt. Warum? Wo hängt denn die jetzt? Das hier oben. Hier oben hängt die fest, aber ich krieg die gar nicht. Oh wei, oh wei, oh wei. Naja, hier haben wir jedenfalls die englische Fassung, ebenfalls Blu-ray. So, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was ist denn auf der DVD für eine Fassung drauf? Da wird dann ja wahrscheinlich nur eine Fassung drauf sein. Ja, und zwar die, ja, man hat Hände zu wenig. Das ist jetzt die, steht nicht da. Es steht nicht drauf, was es für eine ist, aber ich werde es euch auf jeden Fall im Review wissen lassen, ja. So, dann nehmen wir die jetzt nochmal und tun die zur Seite, damit wir ein bisschen Platz haben und uns diesen Schuber mal anschauen können. Denn da haben wir auch einen fantastischen Innendruck. Ja, das geht hier so über. Ganz toll. Also, wie gesagt, ich mag dieses Verspielte. Hier ist Booklet, holen wir mal kurz raus. Ich mag dieses Verspielte, dieses Farbenfrohe. Das ist richtig geil. Für mich das Highlight. Habe ich ja schon gesagt, das Highlight dieser Veröffentlichung der Mario Bava Collection. Mediabooks sind natürlich geil, keine Frage. Aber das hier, muss ich sagen, das toppt das sogar fast noch. So, und dann legen wir die Discs jetzt wieder rein. So, wie mache ich das jetzt am besten? Ich glaube, ich lege die DVD. Die werde ich mir wahrscheinlich am ehesten nicht nochmal rausholen müssen, lege ich hier hin und da habe ich die beiden Blu-rays oben. Ist zwar nicht, wie es war, aber so, wie ich es gebrauchen kann. Dann schauen wir uns jetzt mal das Booklet an. Das ist ja auch sowas. Wir haben zwar ein Digipack und kein Mediabook, aber wir haben trotzdem ein Booklet. Und das Beste ist, das kann doch nicht mal rausfallen, weil es liegt ja nur drin. So, da haben wir hier vorne einmal ja die Credits. So, dann haben wir, ja, hier ist er, Mario Bava. Auch dieses Bild, das war aber bei jedem Titel der Mario Bava Collection dabei. Das ist jetzt von Stefan Jung geschrieben worden. Ich muss sagen, das Papier meines Erachtens etwas zu glänzend. Dann haben wir hier Bilder aus dem Film. Hier Gräfin Báthory, Wahrheit und Legende. Geht es hier um Gräfin Báthory? Ich habe mir das gar nicht angeschaut hinten drauf, aber ich meine, wie gesagt, dass ich den Film schon mal gesehen habe. Aber ich gehe auch gerne unvorbereitet an Filme ran.
Gut, es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich mich zumindest vor so einem Unboxing ein bisschen informiere. Aber ein bisschen informiert habe ich mich ja. So, die Schrift finde ich eigentlich ganz schön. Kann man gut lesen, schön groß. Ja, wie gesagt, für meinen Geschmack etwas zu glänzend. Das Papier finde ich persönlich etwas zu dünn. Also da hätte man durchaus, naja gut, ich sag mal so, für ein Booklet, das drin liegt, ist das schon okay. Ich sehe gerade, ist das hier nicht richtig. Das Problem haben wir ja bei Mediabooklets oft, dass da, na, seht ihr das hier? Ich habe nichts gesagt, ich habe gar nichts gesagt. Seht ihr das hier, wie perfekt das ineinander übergeht, wie schön das gefaltet und geschnitten ist, wie auf den Punkt, wirklich gut. So, dann haben wir jetzt hier nochmal über den Autor des Mediabooks ein paar Texte stehen. Und dann hier Literatur und Quellenangaben. Das heißt also, alles, was da drin steht, hat auch Hand und Fuß und ist auch nachzulesen. So, ein herzliches Dankeschön an den geheimnisvollen Filmclub Anolis. Ja, Anolis, klar. Das ist ja auch einer der ganz, ganz tollen Publisher. Die großartige Filme rausbringen, aber leider kriege ich da kaum noch was. Das heißt, ich kann euch hier nichts vorstellen, weil mir von Anolis kaum noch was geschickt wird. Warum auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das hier wäre jetzt der Vampir von Notre Dame gewesen. Der ist erhältlich übrigens ab morgen, ab dem 29.06.2023. Und bevor ihr jetzt losgeht und sagt, Mensch, jetzt gucken wir mal bei Onkel Jeff, was der da kostet oder so, das könnt ihr vergessen, der Film ist nämlich Shop-exklusiv. Das heißt, den kriegt ihr ausschließlich bei PlayOn Pictures im Shop. Und da kostet der 29,99, was ich für dieses Produkt eigentlich absolut angemessen finde. Wenn ihr ihn haben wollt, unten in der Infobox, da ist ein Link direkt zum Shop. Da könnt ihr draufklicken und ihn direkt vorbestellen. Oder wenn ihr das Video später seht, nicht vorbestellen, sondern einfach ganz regulär ordern. Davon habe ich übrigens nichts. Das ist kein Link mit irgendwelchen hier, ja, dass ich da was von habe, sondern einfach nur der Link zum Shop, dass ihr den da bekommen könnt. So, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn das so ist, dann lasst mir gerne den Daumen da, abonniert den Kanal, teilt das Video und schreibt mir die Kommentare voll. Aber ihr wisst ja, wie das läuft. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Seid schlau, schaut blau oder in dem Fall schwarz-weiß. Mensch, der muss doch hinten draufstehen. Ist der nicht schwarz-weiß? Ich meine, der wäre schwarz-weiß. Ich weiß es. Na, wir werden es ja sehen. Auf jeden Fall. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und wie immer, bleibt geil.